Boah, schwimmer rückwärts, Digga. Mach mal neue Update-Video, du fette Missgeburt, Digga. Ja, ist in Ordnung, Onkel Hafti. Ich bin schon dabei. Also, ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu. Moment mal, irgendwie ist die Musik aus. So, ja. So, jetzt haben wir's. Nochmal. Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einem neuen Infovideo. Und heute gibt es mal ein paar kurze Themen. Und Zavor, habe ich mich ja mit dem Mr. Aimbot getroffen. Das ist echt ein total netter Kerl und ich möchte mit dem in Zukunft ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Da muss ich mal schauen. Macht mir ruhig mal ein paar Vorschläge, was man denn zusammen aufnehmen könnte. Ihr könnt auch gerne schreiben, ob ihr noch Zombie-Videos sehen wollt. Also Black Ops, Black Ops 2. Wenn wir das mal zusammen aufnehmen wollen, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Tja, dann ein weiteres Thema. Advanced Warfare, das steht vor der Haustür. Natürlich freue ich mich schon darauf, ein Unboxing davon zu machen. Und direkt mal ein Let's Play durchzustarten, wenn das dann endlich vor der Haustür liegt. Naja, das wird dann irgendwie am 4. November noch alles geklärt. Ja, zum Weiteren, die GTA 5 Highlights, die sind nicht auf Eis gelegt. Es folgen noch zwei, ein bis zwei, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das Problem ist einfach nur, dass es extrem lange dauert, die zu schneiden und ich jetzt im Moment ein bisschen wenig Zeit habe. Also, ja gut, eigentlich habe ich den ganzen Tag Zeit, aber das ist verdammt aufwendig, 5 Stunden für so ein Video. Und es gucken sich nicht mehr so viele Leute an wie am Anfang. Und wenn man da immer noch genauso viel Mühe reinsteckt, dann tut es ein bisschen weh, wenn die Leute das nicht gucken. Aber es ist egal, solange sich das noch ein paar Leute angucken, mache ich es auf jeden Fall weiter. Das mit den SCP-Best-Offs von Buraki, das kommt auch noch. Allerdings möchte ich jetzt auch erstmal damit ein bisschen zurückschrauben. Und die Creeps, die Creepypastas sozusagen, die werde ich demnächst wieder bringen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, im letzten Let's Talk, was ich rausgehauen habe, die werden an Halloween erstmal weitergehen. Das heißt, da wird erstmal so eine kleine Creepypasta kommen, 10 Minuten lang ungefähr, mit einem Kollegen zusammen vertont, der jetzt auch gerade so ein Einsteiger auf YouTube ist, aber eigentlich schon relativ gut ist als Vertoner. Ja. Und dann nochmal zu einer weiteren Sache, die Verlosung. Ja, genau, Verlosung. Das ist ein Wort, was euch wahrscheinlich direkt in den Ohren klingelt, den meisten, die jetzt nicht so aktiv sind und zufällig auf dieses Video gekommen sind. Naja, ist auf jeden Fall egal. Ich werde heute Abend eine kleine Verlosung sozusagen hochladen. Da könnt ihr dann teilnehmen. Ihr müsst einen YouTuber vorschlagen. Also denkt schon mal ein bisschen nach, welchen man so nehmen könnte. Ich sag da noch ein bisschen was zu. Und ihr könnt 5 € PSN-Guthaben gewinnen. Ja, das schicke ich dann einfach raus. Der Gewinner kriegt es dann als PN geschickt. Oder ich schreibe es dann noch irgendwie in die Kommentare, dass er das dann auch sieht. Und die Rahmenbedingungen werden wir dann noch abklären. Ja, dann noch eine kleine Sache zu Age of Empires. Age of Empires, das macht richtig viel Spaß. Wir sind am Aufnehmen die ganze Zeit. Leider habe ich 2 Sessions verpeilt. Das ist das, was zwischen Part 21 und 22 fehlen wird. Das sind, glaube ich, 6 Stunden. Das sind die 5. und 6. Session. Die könnt ihr euch gerne bei Buraki angucken. Der wird sie wahrscheinlich irgendwann noch hochladen. Also nicht vergessen, Buraki, die abonnieren auf jeden Fall. Da bin ich auch richtig oft vertreten auf dem Kanal in letzter Zeit. Und ja. Bei Age of Empires haben wir bis Part 28 schon alles aufgenommen. Und es ist, ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Also an den Zahlen der Aufrufe sehe ich so einigermaßen. Als Let's Play kommt es schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich würde mir doch ein paar mehr Kommentare wünschen. Ihr könnt sogar mit den Likes und allem Möglichen zurückfahren. Hauptsache Kommentare. Die habe ich nämlich in letzter Zeit so ein bisschen selten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Kommentare sind mir wichtig, richtig wichtig. Scheiß auf die Likes, mir bringt das nichts, wenn ein Video 14 Daumen nach oben, aber 2 Kommentare hat. Ich möchte gerne, also ich bin jetzt kein Typ, der sich darüber aufregt. Oh mein Gott, mein Video wurde geliked, aber schreibt mehr Kommentare. Ich möchte auch mal gerne ein bisschen mit euch schreiben in den Kommentaren. Ich bin da gerne bereit für. Manche Leute haben sich ja direkt gewundert, hier bei Buraki zum Beispiel unter einem Video. Da hatte einer einen Kommentar geschrieben, irgendwie so, ja, ich würde ja auch mal gerne mitzocken. Habe ich ihm geantwortet, ja, wenn du das Spiel auf Steam hast und bla 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 und so weiter. Müssen wir halt mal schauen, ob wir mit dem mal zocken. Aber auf jeden Fall hat er sich richtig gefreut, dass ich ihm geantwortet habe. Und wenn ihr eine Antwort wollt, ganz ehrlich, schreibt Kommentare. Meine Güte, ey, ich antworte eigentlich auf alles. Ich habe die Zeit dafür. Im Moment jedenfalls noch. Und ja, das ist mir einfach wichtig. Ja, das wäre soweit alles. Demnächst kommt noch ein Giveaway von Black Ops für den PC. Ist allerdings ein polnischer Key. Aber das werdet ihr dann noch sehen. Und ja, nochmal zu Mr. Aimbot. Korrekter Typ auf jeden Fall.
Und ich freue mich, vielleicht treffen wir uns ja nochmal und machen noch was zusammen. Und nächstes Mal hat er hoffentlich keine Sturmhaube auf, aber dazu sage ich nichts mehr. Ihr habt das Video wahrscheinlich alle gesehen. Das Treffen mit Mr. Aimbot, beziehungsweise das Video unterwegs mit Mr. Aimbot. Ah, ich muss hier einfach nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen, wo ich gerade gestern hier noch über das Thema Werbung gelabert habe im Let's Talk. Oh, nochmal Eigenwerbung. Ah! Und auf jeden Fall in diesem Sinne, euer Ketter sagt Cheerio und nach 5 Minuten durchlabern. Ja, jetzt haben wir die Grenze überschritten. Muss ich, glaube ich, auch mal einen Schluck trinken. ja. Und bei den Creepypastas, da muss ich gucken, das wird alles noch unregelmäßig kommen. Genau wie die Let's Talks, das kommt ja jetzt alles wieder. Und somit verabschiede ich mich bei euch. Und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, falls ihr das hier zufällig an Halloween schon seht. Ja, fröhliches Halloween, Kinder. Kinder.